Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal an einem richtig warmen Sonntagvormittag. Ja, wir machen heute ein Süppchen, geht auch im Sommer, hat den Hintergrund, wir haben doch so ein bisschen viel Rucola im Garten, wie ihr gleich sehen werdet. Ja, und der muss natürlich auch verarbeitet werden und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal heute eine samtige Rucola-Suppe. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, heute soll es eine samtige Rucola-Suppe bei uns geben. Und was wir dafür brauchen ist Rucola. Da haben wir jetzt 250 Gramm. Wir haben im Moment Rucola in Massen im Garten und ich denke, das ist die beste Verwendung dafür, weil ständig Salat. Wir brauchen Gemüsebrühe. Dann haben wir Kartoffeln, das sind 500 Gramm. Zur Garnitur brauchen wir hinterher ein bisschen Parmesan, diesen gehobelten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein paar Baconstreifen kommen mit rein, gewürzt wird mit Pfeffer und Salz und Kochsahne kommt noch mit rein. Und was wir daraus zaubern, zeigen wir euch gleich. Wie sollte es anders sein? Butter haben wir vergessen. Da brauchen wir einen Esslöffel voll zum Anbraten. Unser Gemüse ist nun vorbereitet, die Kartoffeln geschält, gewaschen und klein geschnitten, der Knoblauch gehackt und unter anderem auch die Zwiebel. In einem Topf lassen wir nun die 125 Gramm Bacon aus. Und wenn das soweit ist, hören wir uns wieder. Den Bacon habe ich nun aus dem Topf genommen. Wie ihr seht, habe ich schon die Butter dazu gegeben. Ist ein bisschen mehr als ein Esslöffel geworden und ja, es dampft. Die lasse ich jetzt zerlaufen und dann kommen die Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Zwiebeln und Knoblauch sind nun im Topf gelandet. Die können jetzt etwas andünsten und dann machen wir gleich weiter. Nun gebe ich noch unsere klein geschnittenen Kartoffeln dazu. Auch die dürfen etwas anschmoren. Und dann geht es weiter. Nun wird alles mit Gemüsebrühe abgelöscht. Ich habe hier jetzt 800 Milliliter angerührt. Ich hoffe, das reicht mit der Kartoffelmenge, aber ich denke schon. Wenn nicht, können wir hinterher immer noch was nachgießen. Und so werden wir das Ganze jetzt etwas kochen lassen. Auf jeden Fall so lange, bis die Kartoffeln gar sind. So, unsere Kartoffeln sind gar. 10 Minuten hat es gedauert. Nun gebe ich den Rucola dazu. Und damit wird der Topf voll. Auch eine ganze Menge, ne? 250 Gramm. Ja. So, den lassen wir ein bisschen einfallen. Und dann kommt die Sahne noch dazu. Und dann pürieren wir die ganze Schose. Die ganze Sache. Oder genau, Suppe. Genau, die Suppe. Nun geben wir unsere Kochsahne dazu. So, kommt die ganze Flasche rein. Und dann kommt der Pürierstab. Und ich schalte jetzt mal den Ton ab. So, unser Süppchen ist püriert. Nun kommt der Bacon wieder rein. Das war übrigens eine Idee von Helmut, dass da auf jeden Fall Fleisch reinkommt. Ja, so ein bisschen. Nachgewürzt wird jetzt mit etwas Salz und Pfeffer. So. Unterrühren. Und dann kann auch schon serviert werden. Serviert wird das Ganze. Ich habe ein paar Rucola-Blätter beiseite gelegt. Die werden klein gehackt. Zum Drüberstreuen. Parmesan zum Drüberstreuen. So, dann kann gegessen werden. Ja, kurzes Fazit.
total lecker. Wer den Bacon nicht mag, also ich wollte unbedingt noch eine kleine Fleischeinlage haben, lässt ihn halt weg, aber unbedingt den Parmesan runterheben, das bringt nochmal so ein bisschen den Kick. Ja, hat's euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, ich sag einfach nur, genießt den schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kühnes Kochkanal.